Wir haben heute nun also unsere letzte Sitzung. Hinter uns liegt ja ein langer Weg. Wir haben zuletzt insbesondere über das Verhältnis Ihrer persönlichen Motivation und dem aktuellen Stand Ihrer Selbstverwirklichung gesprochen. Wie soll ich mich denn selbst verwirklichen, wenn ich den ganzen Tag nur im Büro sitze und mein einziges Highlight darin besteht, mir einen Kaffee zu holen? Und ich dann mehr Kaffee trinke, damit ich als zusätzliches Highlight öfter pinkeln gehen kann. Und ich dann, während ich pinkel, daran denke, dass das alles nichts mit meinem Studium zu tun hat. Das Pinkeln? Nein, mein Job mit meinem Studium. Ich meine, ich war immer schon ein kreatives Kind und ich kann das jetzt nicht einfach so wegwerfen. Ich habe eine Blockade. Es liegt halt alles an meinem Vater. Wahrscheinlich suche ich deswegen auch immer die Nähe zu älteren Männern. Ich meine, Nähe zu meinem Vater hatte ich ja nur einmal, als er mich kopfüber in einmal eiskaltes Wasser getaucht hat. Wir haben über seine Gründe bereits ausführlich gesprochen. Frau Kühnert, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angelangt. Wir hatten im Laufe unserer Sitzungen ein ausführliches Toolset. Vielleicht könnten wir uns ja auch mal außerhalb von den Terminen zum Kaffee treffen und unterhalten. Kaffee ist von Ihrer Kasse leider nicht abgedeckt. Ich danke Ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Herein. Hallo, Frau Lengmüller. Bitte schön. Harald ist sehr fokussiert. Er ist einer der führenden Therapeuten bei der Behandlung junger Frauen. Aber seit einigen Monaten hat er diese Bürgerkriegsparanoia. Er glaubt, dass es zu einem Krieg zwischen Moslems und europäischen Ureinwohnern kommt. Neulich hat er Allahu Akbar-Rufe im Fernseher gehört und kam panisch ins Wohnzimmer gerannt. Und seit einiger Zeit hortet er Thunfischkonserven und macht Handeltraining, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Birgit? Es gibt Spätzle. Nur für dich. Oh, das ist Mohammed. Mohammed. Mohammed, Mohammed, Mohammed. Mohammed, ja. Hallo. Ich habe noch eine Freundin mitgebracht, die richtet sich eben noch kurz die Haare. Sag mal, Vicky, gehört er zu dir? Nein, der gehört zu mir. Ich habe ihn aus der Unterkunft mitgebracht. Sag mal, Birgit, hatten wir nicht ausgemacht, dass wir keine Arbeit mehr mit nach Hause bringen? Guten Tag. Ich bin Pia. Ja, Papa Pia, wir sind zusammen im Gender-Seminar und machen jetzt einen Diversity-Vlog. Einen Diversity-Vlog? Ja. Okay. Sag mal, Birgit, kochst du heute extra Deutsch für unseren Gast? Oh, das wäre überhaupt gar nicht nötig. Ich meine den anderen. Mohammed ist kein Gast. Der wohnt jetzt hier. Sag mal, Birgit, jetzt hast du die ganze Soße verteilt. Die soll doch an den Rand. Es muss immer ein Gleichgewicht an brauner Soße. Aber schau doch, Birgit, die Röstzwiebeln weichen auf.
Also, du sagst, er wohnt ab jetzt hier? Habt ihr in der Unterkunft keinen Platz mehr? Mohammed wird uns bereichern. Wo soll er wohnen? Im Medienzimmer. Im Medienzimmer? Im Medienzimmer. Ernsthaft? Ja, also sie nennen es Medienzimmer, weil da ein Fernseher drin steht. Aber ich trainiere immer im Medienzimmer. Ihr könnt ja zusammen trainieren. Mohammed war einmal Stadtmeister im Boxen. Liebe Er-FreundInnen, herzlich willkommen bei Vickys Gender Kitchen. Ich bin Vicky. Und ich bin die Pia. Und wir erzählen euch heute was über das Gender Bread. Das Gender Bread ist eines der bildlichsten Beispiele, um Gender und Diversity auch Kindern erklären zu können. Das hier ist die Gender-Identität. Das Gehirn interpretiert deine Körperchemie. Der Umriss, hier durch diese Linien zu sehen, ist der Ausdruck. Anhand traditioneller Genderrollen die Art, wie du dich verhältst. Deine Geschlechtsorgane sind das biologisch Messbare. Und das Herz zeigt auf, zu wem du dich physisch, geistig und emotional angezogen fühlst. Ich war gerade in der Nähe und weil ich das Wort Genderidentität gehört habe, wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass ihr Frauen seid und ich ein Mann bin. Sie treffen da aber schon unhaltbare Vorverurteilungen. Wenn du einen Penis hast, dann bist du ein Mann. Und wenn du eine Vagina hast, dann bist du eine Frau. Sagen Sie das so auch einer intersexuellen Transfrau, wenn sie zu Ihnen in Ihre Cisgender-Praxis kommt? Wenn sie in meine Praxis kommt, dann weil er genau diese Antwort braucht. Näheres steht auch in meinem Buch. Alle? Komplex oder Liebe. Alle Menschen sind gleich. Und alle haben das Recht, ihr Geschlecht frei zu wählen. Ja, und nur weil die Gesellschaft mit Hass, so wie du, darauf reagiert, bringen sich Jahr für Jahr Millionen von Transgendern um. Millionen? Ja, Papa, Millionen. Ich glaube, dass wir einfach gesellschaftlich wichtigere Probleme haben. Allein das Bienensterben mit... Wow, etwas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich lege nur Vorräte an. Thunfisch? Ja. Proteine. Falls es keine Nahrungsmittel mehr zu kaufen gibt. Und wann soll das passieren? Wenn der Bürgerkrieg beginnt. Ah, der Bürgerkrieg. Zwischen Moslems und europäischen Ureinwohnern. Weißt du, Harald, im Moment stellen sich die Deutschen nur selbst gegeneinander. Ja, so fängt das an. Das ist bisher immer passiert, wenn eine Kultur zu verweichlicht ist, um sich gegen Invasoren zu wehren. Das ist sogar schon im alten Rom ein Problem gewesen. Und das wird auch unseren Untergang einleiten. Glaubst du, ich will dir dein Land wegnehmen? Also, natürlich nicht du. Dein Land, dein Essen und deine Frau. Ha 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 ha